Hallo. Ja, da war ich gerade eben ein bisschen perplex. Auf jeden Fall, ich bin nach Hause gekommen und habe meinen Nachbarn getroffen vor der Tür. Quatschen so ein bisschen, dann erzähle ich ihm, weil es für mich ein außergewöhnliches Erlebnis war, dass ich heute Morgen einen Fuchs gesehen habe auf dem Weg zur Arbeit. Ja, was sagt er zu mir? Fragt mich, woher ich denn wüsste, dass der auf dem Weg zur Arbeit war. Eben darum aber, weil seine Liebe Religion war, weil in ihm tolda imagus symbolischen Antlitz alles Leben der Welt mitklang, wie im Mutterangesicht die Heimat, verspürte er sein Leiden am schmerzlichsten in den edelsten Teilen der Seele. All die Andeutungen und Bedeutungen, all die Lichter, Gesichter und die Gedichter, die da über die Brücke gewandelt kamen, welche die Wirklichkeit mit der Geisteswelt verbindet, langten wundan mit einem blutigen Stich zu seinem gesamten Lebensgefühl. Er krankte zu einem sehnsüchtigen Heimweh. Heimweh nach ihr. Heimweh nach der gemeinsamen Heimat aller Geschöpfe. Heimweh nach sich selber. Denn es war ja sie. Aber oh Höllenwunder der Unmöglichkeit. Sie war nicht er. Und da er kein Mensch von Geist war, gezwungen, wenn er gebissen wurde, wissen zu wollen, was das für eine Schlange war, die ihn biss, mochte er sich mit seiner Vernunft über das Wunder der Lieblosigkeit unterhalten, zwecklos wohl wissend, dass ihm die Erkenntnis nichts nützen würde, nur weil er als Denker nicht anders konnte als denken. Herzeleid aber stellt nicht das Denken still, im Gegenteil, es nötigt, die Gedanken zu nagen. Bist du wach? Hast du Zeit? Kannst du mir das Rätsel lösen, wie es seelenmöglich ist, dass ein Mensch, dem man das höchste Gut, den einzigen Trost auf Erden, also die Liebe schenkt, einem nicht mit Gegenliebe vergilt? Die Vernunft antwortete: Sammle und vergleiche. Wenn du den lieben Gott liebst, liebt er dich wieder, ohne Zweifel. Wenn du den Papst liebst, liebt er dich wieder, mäßig. Wenn du die Herzogin von Aragonien und Kastilien liebst, liebt sie dich wieder? Wird ihr schwerlich einfallen. Wenn du eine Schnecke liebst, liebt sie dich wieder? Könnte sie ja schon gar nicht. Nun, also da hast du's. Je tiefer hinunter mit der Seele, desto weniger Liebe. Liebe bedingt Seelenfülle. Lieblosigkeit verrät Stumpfheit. Punktum. Um das alles klar zu wissen, haarscharf einzusehen, es ist nur dein eigenes Fantasieei, das dir aus dem Gläslein dieses kleinen Weibleins entgegenguckt. Und trotzdem verdammt zu sein, dieses kleine Weiblein, das du weit überschaust, überfühlst und überdenkst, wie den heiligen Gral zu begehren, nach ihr zu lechzen, wie ein Verdurstender nach der rettenden Quell. Wie erklärst du das? Torheit, Torheit, mein Lieber, lachte die Vernunft. Doch üb du nur ruhig deine Torheiten weiter, das verspricht mir, dass dereinst noch etwas Vernünftiges aus dir wird. So unterhielt er sich mit der Vernunft über seinen Fall, deswegen wurde ihm nicht um den geringsten Grad besser. Im Gegenteil, es ging ihm wie mit dem Zahnschmerzen. Je mehr man daran denkt, desto ärger wird es. Und wenn man versucht, nicht daran zu denken, so zwingt einen der Schmerz, an den Schmerz zu denken. Wohin sollte er aber auch seine Gedanken retten, dass sie nicht den Schmerz vorfänden, ob er jenseits des gestirnten Himmels in die Religion, ob er in den strahlenden Schöpfungsäther der Poesie flüchtete, immer stieß er auf seine Verdammnis, immer begegnete er diesem einen unseligen, lieben Menschengesicht, das ihn überallhin verfolgte, um ihn von überall her mit seinem schönen, kalten Blick zu vernichten. O ihr Gedankenlosen, die ihr über das Leid unerwiderter Liebe lächelt, nehmt eine Mutter, sähe ihr verstorbenes Kind, ihr eigenes, ihr einiges, aus dem Grabe steigend, lieblich und schön, von Himmelsglanz verklärt, sehnsuchtsschreiend stürzte sie ihm entgegen. Das Kind jedoch kehrte sich von ihr ab, fremden Blickes, mit verächtlichem Lippenstrümpfen. Was will die mir dort? Würdet ihr da lächeln? Genau so war ihm zumute. Das teuerste Stück seiner selbst aus ihm herausgerissen, gesondert, umherwandelnd und ihn verleugnend.
Und das tat so grausam, so unleidlich weh, dass er manchmal meinte, es dürfe einfach nicht sein, weil er es nicht ertragen könne. Allein, er war kein Schwächling, vielmehr standhaft und zäh. Darum rief er seinen Verstand zu Hilfe. Da, so steht's. Leben muss ich, ertragen kann ich's nicht, also was? Ihm antwortete der Verstand, komm, ich will dir etwas zeigen, und führte ihn vors Schlachthaus. So, jetzt, denk ich, kannst du's ertragen. Hierauf, nachdem sie wieder zu Hause angelangt waren, fuhr er fort, siehst du, die ganze Kunst besteht darin, nichts Unheilvolles zu tun. Tu lieber gar nichts, beiß die Zähne zusammen oder schrei meinetwegen, wenn's nicht anders geht. Nur schrei nicht mit den Händen. Die Stunde besiegen ist alles. Wer die Stunde besiegt, besiegt den Tag. Wer den Tag besiegt, besiegt das Jahr. Nur immer gerade jetzt nichts Verderbliches begehen. Die Stunde aber besiegt ein Mann. Du bist ja ein Mann, vorausgesetzt, dass er gesund ist. Du bist ja gesund, mit Arbeit. Darum lass die Schmerzen machen, das ist ihre Sache. Sie können's allein, du arbeite, du weißt was. Er wusste was. Und da die Arbeit im Dienste seiner strengen Herrin geschah, die da eine mächtige Göttin ist, flohen von ihm Odem die Quälgeister hinter dem Vorhang, von wo sie allerdings dann und wann heimtückisch hervorschossen, um ihm einen raschen Stich zu versetzen, doch sich ebenso schnell wieder versteckten. Freilich, selbst die schärfste Arbeit bringt Pausen, oder sie hört auch einfach auf, abends in müdem Zustande. In solchen Stunden kamen die Überfälle zahlreicher und gefährlicher. Auf der Bibliothek standen, ordentlich gereiht, sämtliche Jahrgänge einer Monatsschrift. Während er sorglos darin blätterte, schreckte er plötzlich zurück, wie vor einer Schlange gebissen. Einer der Bände trug nämlich die Jahreszahl der Parousie, so dass er künftig jeder Zeitschriftensammlung einem weiten Bogen auswich. Er kam an einer Frauenkleiderhandlung vorüber. Im Schaufenster prangte ein weißer Rock mit grünen Knöpfen. O sengender Sonnenstich der Erinnerung! Sie hatte in der Parousie einen weißen Rock und einen weißen Gürtel mit grünen und goldenen Fäden gewirkt. Und Ähnliches, unter dem scheinbar harmlosesten Gegenständen, lauerten Skorpione. Dieser Kamm scheint doch unschuldig, nicht wahr? Und dieses Papiermesser auch. Eitel, Tücke, Gleisnerei. Denn diesen Kamm hatte er sich vor 2 Wochen vor der Parousie gekauft. Das Papiermesser das Jahr darauf, während der fliegenden Hochzeit. Und jedes Mal schrie das getroffene Herz auf. Es darf ja nicht sein. Es ist ja ganz und gar unmöglich. Da-da-da, mahnte der Verstand. Keine Gaukeleien, es ist, folglich wird es wohl möglich sein. Und schleunig duckte er die winselnde Hoffnung. Immerhin von Stunde zu Stunde tapfer kämpfend kam er über die Tage leidlich hinweg, meistens siegreich, zuweilen unentschieden, niemals geschlagen. Aber die Nächte? Wo im Traum das tagsüber unterdrückte, doch keineswegs vernichtete Heimweh seiner Seele, nun nicht mehr von Arbeit, Wille und Verstand gebändigt, freiledig emporstieg, wie die Dampfsäule aus einem siedenden Kessel, nachdem der Deckel abgehoben worden, keine Nacht ohne Traum, kein Traum ohne sie, und unfehlbar vermählte ihn der Traum mit ihr, behauptend, ich bin die Wahrheit, das Gegenteil ist Trug und Täuschung. Und nicht vereinzelt dichteten die Träume, jeder für sich ein besonderes Ganzes darstellend, heute dieser Traum, morgen ein anderer, nein, der Traum der jeweiligen Nacht bezog sich rückwärts auf die Träume der vorangegangenen Nächte, wie eine Romanerzählung. Auf die früheren Kapitel. Seine Träume bildeten Kette, so dass er ein förmliches Doppelleben führte. Nachts, herzlich mit ihr vereint, von ihrem Lächeln erleuchtet und von ihrem Liebesblick besonnt, mit ihr plaudernd und kosend, ein Leben voll süßer, goldener Seligkeit. Tags ein hoffnungsloses Schmerzensdasein, in der Trübsal uferloser Verdammnis. Oh, wozu erwachen? Dass doch niemals die Enttäuschung einsetzte, dass der wonnige Traumwahn auch den Tag tröstete. Wenn nur das ist, meinte die Fantasie, dem ist bald abgeholfen, und einstzwei, ohne seine Einwilligung abzuwarten, hatte sie den Glückskasten aufgerichtet und die Vorstellung begonnen.
Unmöglichkeiten auf Lügenfüßen stehend, immerhin denkbare Unmöglichkeiten, wofern man von den Lügenfüßen absah.